Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich werde jetzt radikal ehrlich mit euch sein. Ich habe Hunger, ich habe es voll vercheckt, einkaufen zu gehen. Ich muss heute Abend noch arbeiten und ich will ehrlich gesagt gleich nicht mehr einkaufen gehen und dann nochmal irgendwie extra kochen. Und das ist mega, mega aufwendig, super zeitintensiv. Und ich habe ja noch vorgehabt, ein paar Sachen aus meinem veganen Haul zu testen. Das heißt, es ist jetzt gerade der perfekte Moment, Leute. Ich habe Hunger, ich habe Lust, mir was zu essen zu machen. Und ich bin mega, mega neugierig, diesen Backfisch zu probieren, Leute. The Wonder veganer Backfisch von Aldi, Leute. Das macht mich neugierig. Ich muss diesen Fisch probieren und ich fühle mich auch ein bisschen weniger schlecht, dass ich es heute jetzt schon mache, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum gar nicht mehr so lange hin ist und deswegen ist es nur halb so schlimm, dass ich nicht einkaufen gewesen bin. 100% Genuss, unglaublich saftig, reich an Proteinen für Pfanne und Ofen. Ich werde diesen veganen Backofenfisch jetzt nochmal in die Pfanne werfen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin wieder da mit angebratenem veganen Backfisch. Ich bin richtig, richtig gespannt. Ich muss sagen, also ich komme mal ein bisschen näher. Man könnte es mir auf jeden Fall optisch schon mal als Backfisch verkaufen. Was mir, wie auch beim Lachs, sofort aufgefallen ist, auch beim Öffnen dieses Backfisches, es kam wirklich direkt zum Backfischgeruch. Ich finde es erstaunlich, wie man das so gut nachahmen kann. Ich hoffe, es schmeckt auch so. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich muss halt, glaube ich, echt noch so 2-3 Minuten warten mit dem Probieren, Leute, weil ich glaube, das ist viel zu heiß gerade. Das riecht gut. Ich habe das einmal für euch. Aha. Nein, ich hab echt Angst, dass es runterfällt, Leute. Aha. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade in der Kamera wirkt, Leute, aber ich kann euch sagen, es kommt auch optisch echt nah an Backfisch. Ich möchte probieren, aber ich glaube, ich verbrenne mich noch. Leute, das Schlimmste ist, wenn man richtig, richtig Hunger hat, man super gerne etwas probieren möchte und dann wartet man und wartet man, weil man weiß, man wird sich verbrennen und dann meistens kann man trotzdem nicht lang genug warten und dann weiß man vorher ab und dann verbrennt man sich, bereut es und dann denkt man sich so, aber ich möchte essen. Kennt ihr dieses Dilemma? Das ist gerade meine Situation, Leute. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich probiere das jetzt. Es kommt schon wieder sehr nah dran. Wie machen die das? Ganz ehrlich, Leute, wie machen die das? Okay, Leute, das Mundgefühl ist einfach, als wäre es wirklich Fisch. Als wäre es wirklich Backfisch, Leute. Das Mundgefühl wurde meiner Meinung nach zu 100% erreicht. Dieses ganze Backfisch-Feeling ist einfach da. Also ich muss echt sagen, wenn mir jetzt irgendjemand sagen würde, boah, das ist Backfisch, würde ich sagen, okay, das ist zwar ein spannender Backfisch, der schmeckt irgendwie so ein bisschen anders, aber ich würde es echt abkaufen als Backfisch. Was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist es super, super lecker. Es schmeckt wie Backfisch tatsächlich, aber nicht wie originaler Backfisch, sondern wie Backfisch, der tatsächlich irgendwie noch Butteraroma zugesetzt bekommen hat. Also es schmeckt definitiv nicht vegan. Ich glaube, wenn man jetzt noch einen draufsetzen möchte und da so ein bisschen Zitronensaft drauf träufelt, Leute, das ist der perfekte Backfisch für Veganer. Es hat einen minimalen, sanften Fischgeschmack, aber ich finde persönlich jetzt der Buttergeschmack überwiegt. Die Konsistenz wiederum gleicht das total aus, wenn man dann noch so ein bisschen Zitrone und so drauf träufelt oder das auch vielleicht mit alten Gewohnheiten, wie man halt den Backfisch sonst gerne zubereitet oder so kombiniert. Ich glaube, dann ist das echt ein richtig guter Ersatz. Gerade die Konsistenz kommt unfassbar nah ans Original. Ich finde, wie gesagt, geschmacklich ist es auf jeden Fall schon in die Fischrichtung, aber der Buttergeschmack überwiegt auf jeden Fall. Es ist lecker, keine Frage. Es schmeckt halt wie ein sehr, sehr, sehr sanfter Fisch, der wiederum definitiv mit krass viel Butter zubereitet wurde. Wenn ich vegan wäre, Leute, und ich hätte Bock auf einen Backfisch, ich würde mir definitiv diesen Backfisch holen. Auch ich würde mir diesen Backfisch irgendwie für zu Hause holen. Ich esse auswärts ab und zu mal tierische Produkte, aber selber irgendwie zu Hause Fleisch und sowas zubereiten, mache ich halt kaum. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das, also, wann habe ich das denn gemacht das letzte Mal? Ich glaube, das letzte Mal bei mir zu Hause mir Fleisch gekauft und zubereitet habe ich vor 4 oder 5 Jahren. Also es ist krass lange her. Wenn ich mal Lust auf irgendein Stück Fleisch habe oder auch auf Nuggets oder so, also alles, was ich mir zu Hause irgendwie selber machen könnte, jetzt an Fleisch oder so, finde ich in vegan tatsächlich besser. Wenn ich jetzt mega Bock hätte auf Backfisch zu Hause, ganz ehrlich, Leute, ich würde mir diesen Backfisch kaufen. Ich würde mir jetzt keinen richtigen Backfisch mehr kaufen, weil es einfach unnötig ist. Kann ich euch diesen veganen Backfisch also weiterempfehlen? Safe, Leute. Egal, ob ihr grundsätzlich alles esst oder auch vegan oder vegetarisch seid. Probiert diesen Backfisch auf jeden Fall mal aus. Vielleicht überzeugt ihr euch genauso wie mich. Ich möchte euch jetzt auch gar nicht abwimmeln, liebe Leute, aber der Backfisch, der wartet auf mich, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Backfisch. Habt ihr den schon probiert? Findet ihr den genauso gut wie ich? Findet ihr den auch so authentisch? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.